Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloodborne mit mir, dem Dre, hier auf dem Kanal The Northern Way of Life. Und ihr seht's, ich stehe immer noch vor diesem Gebiet, von dem ich nicht genau weiß, was dahinter wohl auf mich wartet. Ich werde mal hier auf meine leere Trugbildhülle wechseln, weil Molotovs habe ich ja nicht mehr, oder? Habe ich noch Molotovs? Habe ich denn nicht noch kleine? Genau, hier diese Seildinger. Wähle ich die doch einfach mal aus. Und dann werde ich einfach mal... Nee, Moment, ich wähle dich. Und dann gehe ich da einfach mal rein. Was soll schon passieren? La da 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 da. La da da da. Oh oh. Alter, was? Alter, was? Alter, was? Alter. Okay, dann ist er doch nicht so groß. Okay, ich muss irgendwie wohl erstmal die Glockenläutenden erledigen. Also Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, hör auf mich zu schießen. Komm, hier muss es irgendwo hochgehen. Oh, ja, genau. Ja, genau. Vielleicht sollte ich anfangen zu rennen. Geht's da hoch? Geht's auf jeden Fall rein. Okay. Hat man hier irgendwie Chill Zone, wo man so ein bisschen entspannen kann? Nee. Bist du verreckt? Bitte sei verreckt. Okay, die erste ist also nicht verreckt. Es gibt Seelen dafür. Oh, nicht mal wenig. Okay. Nee, ich sag einfach nichts. Ich versuch das jetzt hier ganz entspannt. Mach mir gar keinen Stress. Und dann klappt das auch irgendwie. Ich vermute mal, diese Glockenläutenden, die können ihn wahrscheinlich wieder heilen. Ich meine, was sollen die sonst machen? Entweder heilen sie ihn oder sie machen ihn stärker. Nein. Nein. Okay, und eine ist noch runtergefallen. Da, okay. Um die kümmere ich mich jetzt. Und ich bin ganz cool. Was macht der? Was macht der? Du Scheiße. Du Scheiße. Okay. Okay. Vielleicht nicht einfach brachial drauf los. Vielleicht erstmal einen Molotov-Cocktail werfen, der nach hinten geworfen wird. Fantastisch. Ich will wieder darauf. Ich will da wieder rauf.
Scheiße, das war da hinten. Oh. Einmal über den Platz. Einmal über den Platz. Jetzt bin ich doch ein bisschen angespannt. Ruhe bewahren. Ich vermute fast, dass ich auf ihn raufspringen kann. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist die Strategie to go. Beziehungsweise hat er seine hässliche Fresse ja gerade nach da oben verfrachtet. Das scheint mir hier auch nichts zu können. Oh, 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 nicht runterfallen jetzt. Ja, er zieht mich mit runter. Er hat mich einfach mit runtergezogen. Aber schießen bringt nichts. Okay. Hab ich noch. Yeah. Na komm. Na los jetzt. Na los. Komm hoch hier. Na los doch, Mann, das hält auch nicht ewig. Bitte. Pass auf, gleich kommt er hoch und das Feuer ist aus. Soll ich es riskieren? Bevor die Flamme ausgeht? Sehr schön viel Schaden. Ey, so mache ich den. Beziehungsweise so versuche ich ihn. Wer weiß, wie viele Phasen er wieder hat. Au. Keine Heil-Items mehr. Beste Voraussetzung. Nein! Oh. What? Hä? Oh, was? Das ist ja krass. Okay. Puh. Da war ich jetzt zuletzt doch noch mal ein bisschen... Puh. Ich guck mal ganz kurz, wo ich rauskomme. Und je nachdem, wo ich rauskomme, nehme ich euch entweder mit bis zum Boss. Oder ich gehe alleine hin und hole euch dann wieder dazu, wenn ich dann da bin. Mal gucken. Ach, du Handwerk. Okay. Ich hab 9 Blutfiolen. Leute, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt hier mal eine Unterbrechung mache und vielleicht beim nächsten Mal da weitermache? Weil ich bin gerade ein bisschen... Ich glaube, das packe ich nicht. Es ist aber auch schon ein bisschen später. Ja, dann würde ich sagen, bei der nächsten Session geht's hier weiter, dann... Nehme ich euch nochmal mit zum Boss, genau. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid... Ach Quatsch, wieso moderiere ich denn ab?
geht ja jetzt hier weiter. Alles klar. Bis gleich. Jawohl, ja, Deluxe ist back. So lang war die Pause gar nicht. Für euch ja sowieso nicht. Für mich waren es jetzt nur knapp anderthalb Stunden. Ich habe eigentlich nur kurz Misfits zu Ende geguckt, könnte man sagen. Und ich merke gerade, dass mein Headchat schon wieder nicht funktioniert. Oh Mann. Ja, dann laufe ich schnell zum Fahrstuhl. Ja, es funktioniert nicht. Oh oh. Okay, fahre ich hier kurz runter? Oh, schon besser. Siehst du, während ich runtergefahren bin, reberiert. So, und ich überlege gerade, wie kam ich denn überhaupt nochmal zu... Ach du Scheiße, jetzt ist es... Jetzt funktioniert es zwar, aber dafür ist es jetzt sehr, sehr laut. Okay. Na genau, ich hab grad... Ich wollte gerade sagen, ich muss kurz überlegen, wie ich denn überhaupt nochmal hinkomme zu dem Boss. Aber da ist es mir doch gerade wieder eingefallen. Und da ist mir noch was anderes eingefallen. Scheiße, ich sehe gerade, ich habe ja tatsächlich nur noch 9 Blutfiolen. Soll ich das damit echt riskieren? Ich sag mal so, ich versuch's. Scheißegal, ich versuch's einfach. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Wenn es nicht klappt... Ach du Scheiße! Wenn ich überhaupt hinkomme, Alter. Okay. Ja, ja. Pro Gamer am Mic und am Pad. Ups, wenn es nicht klappt, gehe ich eine Runde. Dingsbums Farm. Wie heißt es? Blutfiolen. Okay, da ist schon die erste wieder weg. Alles klar, erstmal nach oben. Die scheiß glockenschwingenden Bitches umkloppen. Alter, 53.000 Echos. Davon könnte ich mir direkt einfach Blutfiolen kaufen. Oh Gott. Vielleicht sollte ich das sogar machen. Ups. Wäre ich fast an dir vorbeigelaufen, Fräulein. Das will ja niemand. 3 Stück pro Seite müssten es sein. Wenn ich mich richtig erinnere. Da. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die den tatsächlich versuchen zu killen, ohne erstmal an die Hexen hier, oder... Sind das Hexen? Hua! Alter, der haut aber einen Schaden raus, du. Meine Fresse. So, und weil ich so wenig Blutfiolen habe, werde ich ihn von unten versuchen anzugreifen. Auch wenn ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss habe. Alter, guckt ihn euch an. Was für ein cooles Scheißviech. Oh Gott, ich werde mal auf die Axt wechseln. Da ist die Reichweite ein bisschen höher. Und ich versuche ihn jetzt einfach mal die ganze Zeit von hinten anzugreifen. Mal gucken, wie gut ich damit fahre. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nicht so gut. Was war das? Ich habe einfach Schaden gekriegt. Okay, also das hat nicht funktioniert. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt ein bisschen Blutfiolen farmen und dann sehen wir uns direkt bei dem Boss wieder. So, da ist er wieder. Ihr seht's. Ja. Ich, Kacknoob, habe mir natürlich erstmal wieder Hilfe geholt. Aber was soll ich sagen? Das mache ich für euch. Denn es soll ja auch weitergehen. So, mal gucken. Warten wir noch einen Moment, ob vielleicht noch jemand kommt. Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Oh, hast du jetzt schon deine Waffe verwandelt? Wollen wir oder was?
Ah, ich glaube, er hat Bock. Ja, dann würde ich sagen... Auf ihn, Lord Buckington. Ja, komm, nee, komm. Geht los, geht los. Lass uns. Steh auf, mein Freund. Alles klar. Auf ein neues, meine Damen und Herren. Auf ein neues. Und ihr seht's, ich hab's mal wieder verplant, mir Molotov-Cocktails zu kaufen. Ich Vollidiot, ey. Aber na gut, ich habe mir Hilfe geholt. Wie gesagt. Oh Gott. In der Hoffnung, dass mir das was bringt. In der Hoffnung, dass ich, alter Kackbuhn, das nicht vergeige. Deswegen, ich bin mir auch gerade nicht so sicher. Soll ich ihn vielleicht ein bisschen mehr machen lassen? Soll ich selbst auch ein bisschen mehr mit angreifen? Bestimmt wieder nur er. Alles klar. Mal gucken. Mal gucken. Erstmal werfe ich ihn jetzt zwei Molotovs auf den Rücken. Booyakacha. Dann hatte ich hier... Genau, das ist Blitzpapier. Ach ne, ich muss hier wieder runter. Hier muss ich runter. Also er scheint noch nicht anzugreifen. Doch, jetzt haut er drauf. Alles klar. Wow, okay. Na, ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Und vor allem darauf achten, dass er, wenn er hier den Modder wieder hinschmeißt. Achso, meine Echos liegen hier noch. Ja, ja, zurückerlangt, ich weiß. Schön. Lass mich. Zeig mir den Boss hier. Hat er ihn gestunt? Das sieht ganz so aus. Dann nutzen wir die Chance. Komm, komm, komm. Jawohl. Oh, oh, oh. Ey, Blitzpapier ist krass. Das Viech ist fast down. Was geht? Komm, eins benutze ich noch. Ich kann die ja kaufen für Einsicht. Also, scheiß drauf. Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Okay. Und das war's. Der Wiedergeborene ist History. Und ich sterbe. What the fuck? Ich sterbe. Bist du jetzt auch gestorben? Nein! Lord Buckington! Nein! Wie ist das denn jetzt passiert? Das muss ich mir im Replay nochmal angucken. Lord Buckington. Hoffentlich kriegt er die Echos trotzdem. Ey, das wäre richtig kacke. Ich mach mal die Laterne an und dann schreibe ich ihm mal kurz. Weil das würde mir echt leid tun, wenn er die scheiß Echos nicht bekommen würde. Bekommen hätte. Also, ich setze mich hier kurz hin, schreibe die Nachricht und, für euch gibt es eigentlich keine Verzögerung. Gut, ja, ich habe mit ihm geschrieben, er hat sie tatsächlich noch bekommen, 18.000 Echos hat er bekommen. Und wenn ich gerade mal auf meine Echos gucke, schiele ich 111.000? What the fuck? Habe ich 50.000 bekommen oder wie viele? Das ist ja krass. Investiere ich die jetzt erstmal? Gehe ich weiter? Ich komme hier ja direkt zurück. Also, erstmal in den Traum des Jägers zurück, die Echos ausgeben. Ein bisschen leveln, Molotov-Cocktails kaufen. Ganz wichtig. Nicht, dass ich das wieder vergessen tue, mache ich das direkt am Anfang, wa? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Einsicht ausgeben. Damit ich unter 15 komme. Molotov, da ist er. Kaufen wir direkt, lass mal 20 Stück kaufen, obwohl ich nur 10 Stück tragen kann. Oh, warte mal, nee. 32.000 Echos ist mir ein bisschen viel. Dann kaufe ich nur 10. Kann das sein, dass sie teurer werden mit der Zeit? Kann sein, oder? Habe ich hier noch eine Waffe nicht? Ich glaube... Tornitrus. Hä? Das Ding habe ich doch gefunden, oder nicht? Hm. Gewundener Stock. Das Ding habe ich noch nicht. Das kaufe ich mir jetzt einfach mal, damit ich es habe. Einfach, damit ich es habe. Ludwigs Gewehr wollte ich kaufen. Habe ich damit getan.
Ich weiß nicht, ob ich die Pistole habe, aber es sieht nicht so aus, oder? Kann man das irgendwo sehen? Keine Ahnung, bevor ich sie jetzt kaufe für 1600, lasse ich es lieber. Grabsucher. Schnabelmaske. Habe ich die nicht auch schon mal gefunden? Schwierig. Schwierig, ich mit meinen Remembers, mit meinen Memories. So, gute Dame. Ich muss eingenick. Was wünscht ihr? Nicht so schlimm. Kann ich mal mit dir reden? Jäger, ich spüre. Okay. Nun gut, lasst mich. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man keine... Zwei Level-Up sind das, ne? Ist ja lächerlich. Dass man keine Boss-Seelen mehr bekommt. Mit denen man dann irgendwie spezielle Waffen erstellen kann. Naja, egal. Das Viech ist tot. 14.000 Echos. Kann ich hier noch was aufwerten? Habe ich noch... Habe ich noch Brocken gefunden? Ich glaube nicht. Ich könnte die Jägeraxt verbessern, aber dann habe ich keine Brocken mehr. Und ich möchte eigentlich erstmal die heilige Klinge auf plus 10 bringen. Ich vermute mal, dass das Maximum ist. Hier, da, Tonitros. Siehst du, habe ich doch. Ach, das ist das Blitzding. Ja, okay. Gewundener Stock. Das Ding muss ich auch nochmal ausprobieren. Komm, den reißen wir direkt mal hoch. Auf plus 3 schon mal. Zwillingsblutsteinscherben. Ich wollte doch noch irgendwas anderes mit Zwillingsblutsteinscherben hochziehen. Ach, den Pfahltreiber. Nö, lassen wir erstmal. Okay. Und dann gucke ich nochmal ganz kurz nach dem Blutedelstein, ob sich da irgendwas verändert hat. Jägeraxt. Nee, nicht Jägeraxt. Hier, Ludwigs, genau. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Physischer Angriff auf plus 18%? Ey, nehme ich. Alter. Alter. Was haben wir noch so? Was haben wir denn noch so? Was hatte ich denn jetzt hier ausgewählt? Physischer Angriff plus 5,4 und langsamer Gifteffekt. Langsamer Gifteffekt, warum? Warum habe ich da so einen Quatsch? 14 Angriff gegen Bestien plus 14,4. Okay. Ausdauerkosten. Ist das jetzt hier wieder was anderes als da? Nee, eigentlich nicht, ne? Oh, hier, da die Seltenheit. Dieses WLAN-Symbol da, was ihr da seht, wo die 14 neben steht, das ist die Seltenheit. Das bedeutet, das Ding hat eine Seltenheit von 14, was extrem selten ist, wenn ihr mich fragt. Aber mich fragt ja keiner. Nee, dafür geht das andere alles zu weit runter. Obwohl Stich natürlich dadurch, durch den aufgeladenen Angriff überwiegt, aber okay. Physischer Angriff plus 7,5. Gucken, ob wir hier irgendwas Geileres haben. Aber sieht nicht so aus. Plus 7,3, nicht 7,5, du Vogel. Okay. Mal gucken, ob ich bei der Jägeraxt noch irgendwas vergeilern kann. Kann ich dich vergeilern? Aber es sieht nicht so aus, da habe ich anscheinend schon das Beste. Alles verbaut. Okay. Ja, okay. Ne, warte mal, hier, da. Hä? Ach so. Ach was. Ey, ja, dann nehme ich das. Was geht? Ach, das ist das Ding, was ich vorher... Ah, okay, was ich vorher auf dem Schwert hatte. Auf Ludwigs heilige Klinge. Dann hauen wir das da noch mit drauf. Und jetzt gucke ich mal hier. Gibt es schon auch noch irgendwas Geiles? Physischer Angriff. Nö. Da bleibe ich bei dem. Okay. Aber ganz kurz bei der Schusswaffe noch gucken. Hier geht nichts. Wieso geht hier nichts? Mehr Blutedelsteine zum Verstärken erforderlich. Okay. Warum habe ich die eigentlich noch nicht auf plus 6 gemacht? Weil ich keine Blutsteinscherben habe. Zwillingsblutsteinscherben. Ich bin gerade beim Verstärken, ich Idiot. Ich wollte das so machen. Okay. Nö, da ist aber nichts. Alles klar, dann gehen wir mal weg von diesem langweiligen Menü. Und gehen zurück. Ankunftsplatz. Okay. Ankunftsplatz, wieso?
Das verstehe ich nicht. Noch nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich halt mit anderen Leuten halt die Bosse einfach lege. Alleine würde ich es wahrscheinlich so oft versuchen, bis ich wirklich vor Frustration irgendwie in den Controller beiße. Aber so im Sinne, ich meine, ihr habt es ja gesehen, ich habe es stellenweise ja sogar wirklich versucht. Und ich hoffe, da seid ihr auch nicht zu nachtragend. Man kann ja nie alle glücklich machen, ne? Was wollte ich auswählen? Die leere... Ja. Aber im Sinne des Let's Plays, damit es vorangeht, damit hier ein bisschen was passiert, hole ich mir dann halt ab und zu mal da ein bisschen Hilfe noch dazu. So, das die. Und deswegen, genau. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, aber bis jetzt hat sich keiner beschwert. Ich habe so ein bisschen Bammel. Okay. Was jetzt? Ich hab Angst. Unterrichtsgebäude, was? Wollt ihr mich flachsen? Oh. Oh. Ah. Hä? Im Ernst? Ich bin jetzt wieder im Unterrichtsgebäude? Also jetzt wahrscheinlich dann im oberen Stockwerk. Hä? Aber... Warum? Also ich besiege einen Boss und komme dann in das obere Stockwerk einer vom Unterrichtsgebäude? Oh. Hi guys. Let me introduce myself. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass diese scheiß Viecher hier überall von oben noch irgendwo runterfallen könnten. Aha! Guck mal, hier. Nee, wo ist er? Falscher Raum, oder? Oder ganz oben? Hier hing doch noch. Da, siehst du? Sag ich doch. Ihr Motherfuckers, ey. What? Habe ich vor Schreck zweimal auf Anvisieren gedrückt. Beruhigungsmittel, na endlich. Ey, das könnte mal irgendwie in echt eine Wirkung haben. Dass ich hier wirklich Beruhigungsmittel bekomme. Teilweise wünsche ich mir das. Na, wo hängt er? Wo hängst du, du Spacko? Komm her. Das Problem ist, wenn ich nach oben gucke, kann ich natürlich nicht nach unten gucken. Noch mehr Beruhigungsmittel. Geht alles ins Lager. Da! Hä, wieso bist du nicht direkt runtergefallen? Weil du gewartet hast. How kind of you. Arschloch. Ja, aber ich habe so das Gefühl, es ist gut, dass ich heute nochmal eine Runde gespielt habe. Warte mal, meine Laterne? Doch, die ist an. Okay. Ha! Erstochen! Du Schleimviech. Warum ist es gut, dass ich doch nochmal gespielt habe? Nun, weil ich anscheinend... ganz schön Fortschritt mache, wenn ich das mal so sagen darf. Boah! Was geht? Was... Kotzen die mich an oder werfen die mit irgendwas? Nicht, dass das für mich einen großen Unterschied machen würde. Was ist da denn hier? Hier ist nichts. Okay. Wie? Du hier? Seht ihr den da hinten? Natürlich seht ihr den. Ihr seid ja nicht blind. Ich glaube nicht, dass ihr meine Videos guckt, weil ihr nichts seht. Und nur meine... Ah! Meine sexy Stimme hören wollt. Es gibt tatsächlich Leute, die der Meinung sind, ich hätte eine geile Stimme. Verrückt, ich weiß, aber... Ups, das wurde mir tatsächlich schon öfter gesagt. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen kann. Gar nicht. Also wirklich nicht. Aber ich glaube, das ist relativ normal. Niemand mag seine eigene Stimme, weil sie sich ja immer komplett anders anhört als das, was man... selbst hört, als seine... Ja, ist das die Kopfstimme? Sagt man das so?
Tschüss. Und deswegen vermute ich mal. Echt, habt ihr auch wieder alle nur. Ach Gott. Blutsteinbrocken. Blutsteinbrocken. Das war schön. Und deswegen vermute ich mal, dass niemand seine eigene Stimme wirklich hören mag. Obwohl es gibt bestimmt auch Leute, die ihre Stimme hören mögen. Aber, naja. Warum bin ich stehen geblieben, hab mich umgedreht? Ganz einfach, weil die Zeit ist abgelaufen. 30 Minuten sind um. Wunder, wunderbar. Ordentlich was geschafft. Boss ist gelegt, meine Damen und Herren. Kriege ich einen Applaus? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Dre und ich bin hier jetzt raus. Tschö. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.